Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornel, und wir sind hier bei einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir heute und auch dann in den nächsten Tagen logischerweise New Super Luigi U. Und wir gehen auch direkt ins Spiel, damit es direkt losgeht. Abenteuermodus, erster Spielstand. Ich spiele mit dem Gamepad, weil ich habe, glaube ich, keine andere Möglichkeit. Mit dem Gamecube-Controller kann man das, glaube ich, nicht spielen. Was ein bisschen schade ist. Möchte ich nur mal kurz in den Raum werfen. Aber gut. Mario fehlt, nur seine Kappe ist da und plötzlich kommen die bösen Angriffe von, ihr wisst schon wem, ne? Ihr wisst, den Namen darf man nicht aussprechen. Es ist B zu dem O, zu dem W, S-I-R. Im Englischen würde es R heißen, aber egal. Lassen wir das. Ja, wir kennen die Story. Wir können das, glaube ich, leider nicht überspringen. Und deswegen müssen wir uns erstmal hier mit anderen Dingen beschäftigen. Ja, New Super Luigi U ist ein Again. Ich glaube, so nennt man diese Let's Plays, die man schon mal gemacht hat. Ich habe das Spiel, als es released wurde, schon mal Let's Played. Und wie das immer bei so einem Release-Spiel ist, kann der Kornel das natürlich nicht so gut. Und deswegen, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht zufrieden damit bin. Also ich würde nicht sagen, dass ich nicht zufrieden mit dem Let's Play bin. Aber es hat mir damals unter anderem wegen dem Release-Druck und so nicht ganz so gut gefallen. Und ich habe einfach Lust, das ganze Ding nochmal zu spielen. Das ist halt das allergrößte Ding. Ich habe einfach Lust, das ganze Ding nochmal zu spielen. Und das ist einfach... Ich liebe dieses Spiel. Glaube ich. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gespielt. Deswegen, vielleicht gehe ich gleich ins erste Level und denke mir, ach du Scheiße, was hast du denn hier jetzt getan? Aber grundsätzlich ist mein Gefühl zu diesem Spiel sehr, sehr, sehr gut. Und ich bin sehr gespannt, ob das so bleibt. Das werden wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Zeit angucken. Und ja, gehen wir ins erste Level. Wow, wunderbar. Das, ja genau, ist halt ein Again. Woo, New Super Luigi U. Ach stimmt, und in jedem Level gibt es so ein... ja. Gut, am ersten Gegner gestorben. Was ist denn los mit mir? Okay, fangen wir an. In jedem Level gibt es auch so ein Pixel Luigi zu finden, aber die werden wir nicht suchen, weil... Das gibt es doch nicht, Feisthörnchen, was denn los mit dir? Warum tötet mich das denn? Darf ich die Gegner in dem Spiel nicht berühren? Doch, töte es doch bitte. Ich möchte gerne den... Was ist denn los? Ich treffe den nicht. Hä? Was ist denn nur los? Dann holen wir uns erstmal den Pilz, ne? Dann sind wir auf... sind wir ein bisschen sicherer und dann können wir uns den hier... Guck mal, ist so ein richtiges Opfer. Können wir uns den schnappen. Und dann haben wir hier wunderbar das, Flughörnchenanzug oder was auch immer. Kennt man ja alle schon aus New Super Mario Bros. U. Von daher muss ich die Dinge ja nicht alle unbedingt erklären, oder? Es gibt immer 3 Sternmünzen zu finden. Und das Besondere an New Super Luigi U ist halt... zum einen, es ist ein DLC zu einem Jump'n'Run-Spiel von Nintendo, was erstmal... Ja... schon eine kleine Besonderheit war, glaube ich. Ich glaube, das kann man so sagen. Allgemein sind DLCs mit solchen Inhalten ja relativ neu in der Nintendo-Landschaft. Und von daher, ja, freue ich mich sehr. Gerade bei diesem Spiel habe ich mich unfassbar gefreut, weil ihr wisst ja, ich bin ein Jump'n'Run-Liebhaber und vor allen Dingen mag ich die Mario-Jump'n'Runs. Das sind einfach richtig, richtig, richtig gute Spiele. Die haben einfach, ja, es ist einfach das Spielgefühl... Wobei das bei New Super Luigi U hier jetzt nochmal viel, viel krasser und besser ist, wie bei den anderen davor, meines Empfindens nach. Deswegen feiere ich dieses Spiel auch so sehr, weil das ist nochmal, das ist richtig gut in der Steuerung. Das macht richtig viel Spaß, es ist schnell, es ist dynamisch, es ist einfach ein richtig, richtig gutes Spiel, ja. Und deswegen, jetzt habe ich nicht ganz den Satz zu Ende gedacht, den ich gerade formuliert habe, aber ich glaube, er hat Sinn gemacht, oder? Denkt euch den Rest. Ich habe vorhin angekündigt auf Twitter, dass ich jetzt gleich dann, ich habe gerade gefrühstückt, dann habe ich so geschrieben, ja, und gleich nehme ich dann locker flockig schön hier New Super Luigi U auf und dann habe ich geschrieben, das beste Jump'n'Run der letzten Jahre und dann kam einer und hat gefragt, wieso habe ich nur eine Sternmünze?
Das ist aber nicht schlimm, wir müssen sowieso nochmal in das Level, weil wir da hinten hinfliegen müssen. Genau, da gibt es einen Secret Exit in dem Level und das können wir nur mit dem Feinstörnchen anzuholen, von daher können wir dann auch die erste Sternmünze holen. Ich glaube, die dritte ist da hinten, oder? Ich weiß es nicht, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ist egal, wir müssen eh nochmal in das Level, von daher vollkommen Wuppe. Ja. Ich habe geschrieben, hier das beste Jump'n'Run der letzten Jahre und dann hat einer geschrieben und Donkey Kong Country Tropical Freeze und das ist ein richtig interessanter Gedanke. Weil ich habe darüber gar nicht so wirklich nachgedacht, als ich das geschrieben habe. Es hat nur so meine inneren Gefühle wiedergegeben. Ah, ich habe keine Items, okay. Es hat nur so meine inneren Gefühle wiedergegeben und man muss ja dazu sagen, wenn ich jetzt eine Frau hätte, das ist ein guter Vergleich, wenn ich jetzt eine Frau hätte, dann wäre das ja auch die schönste Frau für mich. Natürlich. Würde es natürlich keine andere daneben geben. Das wäre die schönste Frau der Welt und das wäre aber ja auch nur für mich die schönste Frau der Welt. Oh, scheiße. Und wenn ihr auch eine Freundin habt dann oder eine Frau oder was auch immer, dann wäre das wahrscheinlich für euch die schönste Frau der Welt. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Das war erstmal nur so ein Kommentar, der aus meinen Gefühlen heraus entstand und nicht wirklich aus objektiver Begutachtung verschiedener Kriterien. Und genau als ich mir dann ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, da habe ich mir gedacht, ich glaube, man kann New Super Luigi U und Donkey Kong Country Tropical Freeze gar nicht so richtig miteinander vergleichen. Und deswegen habe ich überhaupt gar kein schlechtes Gewissen auch unter... Wow, shit, ey. Das ist echt eine komische... Also, was heißt eine komische Steuerung nicht? Aber es ist eine andere Steuerung wie sonst. Und da muss man sich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen. Aber es ist auf jeden Fall eine richtig coole Steuerung. Und wir haben alle drei Sternmünzen und müssen uns jetzt mal ein bisschen beeilen. Nein! Ja. Und ich finde natürlich genau die Lücke, wo man runter kann. Kann ich da eventuell so hoch? Ja. Jetzt besteht die große Frage, ob ich das noch schaffen kann. Und ich glaube nicht. Aber wir probieren es. Es ist nur Bum-Bum. Den müssten wir down kriegen. Ja, und auch unter objektiven Gesichtspunkten. Ich würde sagen, man kann Donkey Kong Country Tropical Freeze und dieses Spiel nicht direkt miteinander vergleichen. Weil man muss halt auch berücksichtigen, das hier ist ein DLC von einem Spiel. Das bedeutet natürlich Overworld und ja, vielleicht auch Level Designs technisch, obwohl das Level Design hier, ach, wir kriegen immer 100 Sekunden dazu, wenn wir zum Boss gehen. Aber hätten wir gar nicht gebraucht. Natürlich, ne? Die Oberwelt ist komplett gleich geblieben. Deswegen kann man natürlich sagen, New Super Luigi U voll scheiße, hat gar keine eigene Oberwelt. Ja, ne, das würde ich auch einfach mal so. Ich denke nicht, dass das ein Kriterium ist, dass man negativ anführen müsste, denn es ist ein DLC und es hat 20 Euro gekostet im Nintendo eShop. Von daher braucht man sich da eigentlich keinen Stress mitmachen. Was es dann halt noch gibt, ist, dieses Spiel ist natürlich auch vom Aussehen her und auch vom Level-Design ein Stück weit sehr angelehnt an New Super Mario Bros. U, wo man auch sagen könnte, das gibt's auch alles so schon. Aber ja, für das, was New Super Luigi U sein soll, ich bin so blöd. Wir müssen nochmal kurz raus. Ich muss natürlich den Feisthörnchenanzug anziehen. Für das, was New Super Luigi U sein soll. Und für das, was New Super Luigi U ist. Ist es einfach unfassbar großartig. Unfassbar großartig. Und Donkey Kong Country Tropical Freeze auf der anderen Seite ist ein so unfassbar gutes, mit Liebe gestaltetes Spiel, das natürlich auch unfassbar grandios ist und was natürlich auch, ja, seine unfassbar guten Pluspunkte hat. Und von daher, ja, würde ich da nicht unbedingt das Ganze miteinander vergleichen oder die beiden, ja. Warte mal, hier ist die zweite Sternmünze, das heißt, die erste haben wir schon verpasst. Aber wo denn? Aber wo denn? Ach so, ich weiß wo, glaube ich. Hier oben. Nee. Hä, kann ich in eine Röhre? Hä, wo ist denn die erste Sternmünze in dem Level? Bin ich komplett blöd? Ich habe es halt schon lange nicht mehr gespielt. Ne? Das bedeutet, dass es hier durchaus auch... Warte mal, warte mal. Oh mein Gott.
Jetzt, diese Feuerblume ist natürlich unfassbar schlecht. Oh Mann! Das gibt es nicht. Wenn ich das Level beende, dürfte ich meine... Wo ist der B-Knopf? Da. Okay. Wenn ich das Level beende, dürfte ich meine... mein Tanuki wiederkriegen. Kann mir irgendjemand erklären, wo die erste Sternmünze in dem Level ist? Kann ich da vielleicht doch weiter hoch? Hä? Bin ich jetzt komplett auf den Kopf gefallen? Hä, die muss doch hier irgendwo sein. Ich bin gerade... Ich habe das Level doch schon mal gespielt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ist das Problem. Ich kann mich gerade nicht mehr wirklich daran erinnern. Wo ist die erste Sternmünze? Die ist... Oh mein Gott. Ich weiß, wo sie ist. Ich bin so blöd. Was ist eigentlich los mit mir? Ihr seht vielleicht, ich habe schon... ich habe die Spiele an sich länger nicht mehr gespielt. Man muss dazu sagen, bei New Super Mario Bros. Spielen, da gibt es immer so ein... Ich würde sagen, es gibt ein gewisses Muster, wie Sternmünzen versteckt werden. Ich glaube, das kann man so sagen. Und ja. Da habe ich gerade nicht drüber nachgedacht. Wie doof. Wir müssen uns jetzt aber ein bisschen Zeit lassen in dem Level. Es gibt gewisse Stellen, wegen den Röhren, wo man einfach kurz warten muss, damit man nicht von der Pflanze gefressen wird. Und ja. Es ist einfach wichtig, dass wir hier jetzt unseren Anzug nicht verlieren. Unseren Fluganzug. Flughörnchenanzug, wie auch immer. Ach ja. So, und dann haben wir das auch. Mann, schon mal ein bisschen gefailt im ersten Part, aber ist okay. Ist okay. Man muss auch erstmal wieder reinkommen, ne? Das ist wichtig. Und wie gesagt, Donkey Kong Country Tropical Freeze ist natürlich vom Aufbau, vom Aussehen, von dem durchdachten Leveldesign und so auch eine ganz große Hausnummer. Eine ganz, ganz große Hausnummer. Aber ich weiß nicht. Jump'n'Runs wirklich objektiv zu bewerten, ist sowieso relativ schwierig, glaube ich, weil ich glaube, ein großer, also ich bin der Meinung, dass ein großer Teil von dem, was ein Jump'n'Run ausmacht, ist zum einen die Steuerung, aber auch da muss man wieder sagen und da muss man bedenken, dass es hier Yoshi gibt, glaube ich. Auch da muss man wieder sagen, die Steuerung ist auch für jeden wieder unterschiedlich gut, schlecht, wie auch immer. Ich glaube, da ist keine Sternmünze, aber wir gucken einmal kurz rein. Ja, das hatte ich richtig im Kopf. Die Steuerung ist halt auch für jeden wieder individuell gut oder schlecht. Das ist halt so eine Sache, das muss man immer bedenken. Und die einen kommen halt sehr gut damit klar und die anderen nicht. Und deswegen ist es halt auch immer so eine Sache, wenn man dann ankommt und... Ja, ne, und sagt, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, voll scheiße, voll scheiße, voll scheiße. Ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich würde es damit vergleichen, wenn ich draußen auf der Straße bin und da eine Frau sehe oder eine Frau draußen auf der Straße ist und die Mann sieht, ich will ja nicht, dass es sexistisch ist, dann gibt es halt manche, die sagen zu dem, okay, cool, und manche, die sagen, ne, ist nicht so mein Typ. Und ich glaube so... Das muss man bei Spielen auch immer ein bisschen berücksichtigen. Das geht immer so ein bisschen unter. Es gibt immer Leute, die sagen, das Spiel ist scheiße. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, aber das Spiel ist voll gut. Und dann sagen die alle so, der hat keine Ahnung, der hat keine Ahnung. Ohne daran zu denken, dass es halt auch einfach Geschmack ist. Und die Leute sind manchmal so unfassbar überzeugt von ihrer Meinung. Vielleicht bin ich auch manchmal so. Dann tut's mir leid. Das ist nicht gewollt. Ja, keine Ahnung. Bin nicht gewollt, scheiße. Tut mir leid. Habe ich schon eine Sternmünze verpasst? Bestimmt. Nee, aber da war eine. Gut, dass ich weiß gar nicht, warum ich hier hochgeflogen bin. Okay. Wir können die auch einfach fressen, ne, wenn ich wollen würde. Will ich aber anscheinend nicht. So, komm runter, kleiner Mann. Die Yoshis gibt es hier, die Mini-Yoshis sind wiedergekehrt, die man ja aus, woher kennt man die? Aus Super Mario World, glaube ich. Ja, allgemein sind in den neueren New Super Mario Bros. Spielen Warum bin ich... Was ist denn los in meinem Kopf? Ich habe die Sternmünze vergessen. Allgemein sind in den neueren New Super Mario Bros., also in New Super Mario Bros. U vor allem und jetzt auch in New Super Luigi U, sind relativ viele Super Mario World Elemente übernommen worden. Was ich zum einen natürlich gut finde.
Zum anderen hätte ich aber auch lieber gerne ein neues Super Mario World. Wobei das auch ein bisschen schwierig wird, weil es gibt ja Super Mario World 1, das ist halt SMW, wie wir es kennen, und es gibt ja auch einen zweiten Teil davon, und das ist Yoshi's Island. Und das bedeutet, wenn man SMW fortsetzen würde, würde es wahrscheinlich sowieso irgendwas mit Yoshi zu tun haben, mit Yoshi's Island oder so, keine Ahnung. Vielleicht ist auch das New... Ist dieses New Yoshi... Ich brauch dich, Kollege, bitte! Oh mein Gott. Ist hier oben die Sternmünze? Ja, wahrscheinlich schon. Ich denke mal schon. Ist dieses New Yoshi Island 3DS? Es gab ja so einen neuen Teil. Das ist aber nicht SMW 3, oder? Also das ist kein Super Mario World, oder? Das weiß ich gar nicht. Da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, aber das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Weil es gibt ja einfach, es ist ja ein Fakt, es gibt Super Mario World 2, Yoshi's Island. Aber der New Yoshi's Island 3DS Teil ist kein Super Mario World Teil, oder? Was wollen Sie mir damit sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, gucken wir noch in das Level da links. Und die One-Up-Häuser. Die One-Up-Häuser sind so richtig cool in dem Spiel. Ich liebe sie. Ich liebe, liebe, liebe sie. Yoshi, warte doch mal auf mich. Bin nicht so schnell. Ich bin ein alter Mann. Da ist ein Pilz. Danke. Du sollst... Nein! Oh mein Gott. Nein! Ich war zu langsam. Tut mir leid, Yoshi. Bitte verzeih mir. Wo auch immer du gerade bist. Wahrscheinlich ist da unten voll die Party. Whee! So, komm runter, meine kleine Blume. Damn. Ich weiß gar nicht so genau, wie weit ich kommen wollte in dem Part. Der Part ist jetzt langsam Richtung Ende und ich bin jetzt hier so in der ersten Welt. Ich glaube, ich hätte... Ja, da ist übrigens ein Luigi. Way. Ich glaube, dahinter ist was. Ja, also man sieht ja da oben eine Ecke. Von daher ist da auf jeden Fall was, oder? Von der anderen Seite? Oder ist da doch nichts? War das einfach... Doch. Okay. Okay, ich hab's gefunden. Wir haben schon alle drei. Krass. Die Level sind kurz. Das ist halt das Spielprinzip, ne? Das Spiel... Vielleicht hätte ich das am Anfang erklären sollen, für alle, die es vielleicht nicht wissen. Das Spielprinzip von dem Spiel ist... Man hat immer nur 100 Sekunden Zeit, also 100 Mario-Sekunden. Ich habe keine Ahnung, wie viel 100 Mario-Sekunden in Echtzeit sind, weil das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich. Falscher Knopf. Man hat immer nur 100 Mario-Sekunden Zeit für ein Level und deswegen sind die halt dementsprechend auch kürzer. Und man mag am Anfang vielleicht denken so, ist ja voll lame. Ist es aber nicht, weil es einfach unfassbar dynamisch ist. Unfassbar dynamisch. Wirklich. Scheiße. Ihr seht vielleicht das Prinzip von den One-Up-Häusern. Und ich muss euch... Das macht wirklich so einen unfassbaren Spaß. Ja, da konnte ich jetzt nicht mehr rankommen. Und ich glaube, ich habe es einmal geschafft, alle One-Ups zu kriegen. Ohne einen Bowser einzusammeln. Hier habe ich es jetzt nicht geschafft, aber ich habe immer ein paar bekommen. Ich glaube, 4 Bowser habe ich, oder? Ne, nur 2. Ach, krass. Ja... 5 Leben, 7 habe ich eingesammelt. Die machen so einen Spaß, ohne Spaß. Das ist so lustig. Mir würde ein Spiel aus den One-Up-Häusern reichen. Das Spiel hat, glaube ich, 82 Level. Ich würde auch 82 One-Up-Häuser nehmen. Wey, gut. Da ist ein Stern drin, glaube ich. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich eine Feuerblume habe, ne? Oh, und der Propellerkopf. Richtig, der Propellerkopf ist auch zurück in dem Spiel. Allgemein gibt es hier relativ viele Power-Ups. Man hat neue dazugefügt und das war das Eichhörnchen-Anzug-Ding. Und der Mini-Pilz ist ein bisschen erneuert worden, weil man Wände hochlaufen kann, glaube ich. Das war doch in New Super Mario Bros. U, oder? Ich glaube schon. Und dafür, aber die alten hat man nicht gelöscht. Gelöscht, das hört sich an. Die alten hat man nicht rausgeschmissen, sondern die gibt es halt auch. Ja. Ist schon ganz cool. Es ist halt einfach ein cooles Spiel. Was soll ich sagen? Es ist ein cooles Spiel.
Kann ich nur empfehlen. Alle beide, New Super Mario Bros. U und auch New Super Luigi U, kann ich nur empfehlen, die Spiele. Wer sie nicht gespielt hat, der hat was verpasst. Vorausgesetzt, ihr mögt Jump'n'Runs, ne? Vorausgesetzt, ihr mögt Jump'n'Runs. Ich habe einen scheiß Fehler gemacht. Kriege ich hier noch irgendwo einen Anzug? Ich glaube nicht. So, da unten müssen wir rein. Sieht man eventuell. Und, hui. Ja, für die andere Sternmünze brauchte ich den Flughörnchenanzug und dafür hätte ich die 8 roten Münzen einsammeln müssen. Wobei ich glaube, weil ich den hier Feuerbruderanzug habe. Wie heißt denn das Ding nochmal? Feuerblumenanzug. Heißt es so? Keine Ahnung. Die Feuerblume. Weil ich die Feuerblume habe. Was ist denn los mit mir? Weil ich die Feuerblume habe, hätte ich sowieso nur ein One-Up bekommen. Das ist irgendwie doof. Ich bin gerade ein bisschen unzufrieden, weil ich die zweite Sternmünze nicht kriegen konnte. Ich hole die einfach offscreen nach. Das sollte nicht das allergrößte Problem sein. Ich werde jetzt das Level nicht extra nochmal spielen, nur weil ich diese blöde Münze verkackt habe. Das lassen wir einfach mal. So. Beziehungsweise, ich hätte die 8 roten Münzen einsammeln können, aber ich wusste nicht, ob ich dann überhaupt, ob mir das was gebracht hätte. Keine Ahnung. So, Kollege, was ist los? Hä? Guck mal, der wirft Bomben auf mich und dann bewegt er sich ganz lange nicht. Und ich kann sogar auf die Bomben draufspringen. Also die Bosse sind wie immer einfach. Wow, eine große Bombe, nein! Und noch eine, nein! Und bam! Boah, der muss richtig wehgetan haben. Von so weit oben eine Stampfattacke direkt auf deinen Kopf. Ich glaube, das tut ein bisschen weh. Gut! Das war die erste Welt. Das war der erste Part. Und ich mag dieses Spiel einfach. Es ist einfach so ein schönes Spiel. Moment. Wir haben noch den Secret Exit geholt, oder? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir da diesen langen Weg gelaufen sind. Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich guck mal ganz kurz noch, ob wir das da unten haben. Oh, guck mal, lasse. Hä? Haben wir nicht den Secret Exit eingesammelt oder gibt's da keinen? Das war gar nicht der Secret Exit. Ach! Ich erinnere mich. Okay, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Holen den Secret Exit. Ich habe gerade gedacht, hey, ich habe den noch nicht eingesammelt. Habe ich auch nicht. Alles kein Problem, ich weiß, wo er ist. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, eine positive Bewertung dazulassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss!